Was? Nee. Bei dem Event saßen so zwei 16-Jährige vor mir. Die eine hat in der Pause angefangen, Selfies zu machen. Sie hat das Handy so gehalten, dass ich auf jedem Bild war. Ich habe die besten Grimassen gezogen, die ich konnte. Sehr geil. Ja. Das ist wirklich eine eindrucksvolle Feier. Ich bin mir sicher, dass sich die wohlbetuchtesten Londoner hier richtig zu Hause fühlen. Es ist zwar nicht die Art von Feier, zu der ich normalerweise eingeladen werde, aber ich könnte mich daran gewöhnen. Vielleicht überrasche ich meine bessere Hälfte mal mit sowas. Was ist denn mit Ihnen los, Catriel? Warum sind Sie plötzlich so leise? Oh, das hat keinen bestimmten Grund. Es macht mir gar nichts aus, wenn alle nur plaudern wollen, anstatt sich auf dieses köstliche, wunderbare Essen zu stürzen. Das wäre für mich, schling mich jetzt sofort auf der Stelle runterschreit. typisch. Iss mich. Gehen wir und schauen wir uns um, ja? Iss mich. Ja, ja, gehen wir los und schauen wir uns die Gerichte an. Und was auf den Platten ist und in den Schüsseln und... Und vielleicht könnten wir uns noch etwas anderes anschauen als nur das Essen. Nein, 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 nur Essen, 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 Essen. Ich glaube, die hat gerade innerlich, also, die hat gerade etwas bekommen, was, ja. Ja. Wer von euch guckt Darts? Ist Darts ein Anime oder ist das das, was die auf DSF bringen, wo keine Leute Ahnung. So also, Pfeile schmeißen? Ich schaue es jedenfalls. Egal, was es ist. Klick mal auf das Buffet. Auf rechts. Das Buffet rechts? Weil die reden. Okay. Trink mich, Etikett. Ja! Und es? Echt? Alice im Wunderland. Ah, stimmt. Ich glaube, wir haben Mottowoche. Ich bin ja Abi-Jahrgang. Hm. Und wir machen eine Mottowoche und dann ist Kindheitshelden. Und dann komme ich jetzt also im Wunderland. Oh. Und dann habe ich eine Flasche mit Trinkmilch und Kekse mit Essmilch. Oh, das mache ich, das ist cool. Ja. 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 Freue mich. Glaube ich. Das ist wirklich ein fabelhaftes Buffet, nicht wahr? Manche dieser Speisen sind mir völlig unbekannt. Ich werde mich von unten nach oben durch dieses mehrstufigen Turm von Gerichten arbeiten. Man muss da methodisch vorgehen, glaube ich. Oh ja, da gebe ich dir recht, Miss. Bei so einem wunderbaren Buffet will man von allem ein bisschen probieren, oder? Meint ihr, diese runde Kugel da oben ist auch exotische Küche? Hey, das ist mein Kopf! Oh. Ja, was ist denn das für eine Kugel? Nein, ich glaube, das ist nur Dekoration, oder? Das kann man bestimmt nicht essen. Catriel, hören Sie auf damit! Ach, wirklich? Was für eine Schande. Ich war schon so gespannt darauf, herauszufinden, wie es schmeckt. Vielleicht fängst du an, auch noch das Geschirr anzuknabbern. Ja, das heißt ja immer, iss dein Teller auf. Ja. Ich glaube, für dich hat man sogar ein spezielles Gericht vorbereitet, Shirl. Jetzt bin ich neugierig. Frau von Doppelfunden denkt auch wirklich an alles, oder? Das ist nur so komisch, weil sie mir gar nicht wie jemand vorkommt, der auf die kleinen Dinge achtet. Ja, wie soll sie aus? Sie sieht ja unter sich keine kleinen Dinge. Naja, wenigstens hat sie nicht mit dem Problem zu kämpfen, vor lauter Fett nicht ihr Glied zu sehen. Wenn Jerry die Deko gemacht hätte, wäre es essbar. Ja. 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 Also vielleicht hat er ja. Ja. Für einen solchen Kommentar würdest du aber Ärger von ihr kriegen. Oh, mir ist gerade der Wackelpudding neben meinem Esstopf aufgefallen. Es gibt immer eine neue Ablenkung, ha? Wie soll man denn da wissen, wo man anfangen soll? Alles gleichzeitig. Links bei den Lampen ist ein Hinweismünze. Links bei den Lampen? Bei den oder? In den. Da. Ah, hier ist was? Da ist eine Kuriosität. Okay. Welche Linkslampen? Oh, was war das? Achso, ja, keine Ahnung. Neben dem Pärchen, was da auf der Treppe steht. Da? Ja. Okay, Hinweismünze gefunden. Meine Güte, Fasan, der duftet himmlisch. Nam, 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 nam. So, aber wo könnte jetzt noch mehr Hinweis? Hier in einer Lampe rechts oben. Mhm. Okay.
Also ich habe mich noch nicht getraut, ob du Und hier in dem, in der Treppe. Ah, okay. Und dann können wir, glaube ich, gleich die Goldstatue kurz anklicken. Ja. Die wird ja kein Rätsel haben. Ja. Hat sie auch nicht. Liegt es nur daran, dass ich Nee, spoilern! Also, ich weiß, du hast noch nicht gespoilert, aber... MC Adipositas ist in der Haus ist voll. Ja, aber ich weiß, du weißt das Ende, aber nicht spoilern. Hm. Und selber. Und was? Ach so. Ja, eben, also ganz ehrlich, Spoiler werden verurteilt. Zu. Also es ist okay, wenn du sagst, dass das halt dich erschrocken hat und sowas, aber genau das wollen wir halt nicht wissen. Genau. Genau. Ist jetzt auch nicht. Also ich hab schon gehört, dass das gegen Ende ganz voll sein soll, das Spiel, aber. Aber also es ist einfach nichts nur, davon. Wir wollen einfach nur das selber halt wissen. Ich will nicht wissen, vor allem. Ich sag nur, es ist eine Person. Ja, ist ja, solche Sätze brauchen wir gar nicht erst anfangen. Also ganz ehrlich, da kann man ganz schnell bei uns unten durch sein. Ja, also wirklich, das lassen wir vielleicht nochmal so durchgehen. Ja, aber sonst sperren wir im schlimmsten Fall halt Chat für dich. Ja. Also das ist halt wirklich, wir wollen da das uns selber überraschen lassen. Richtig. Ich meine, ihr wollt ja auch, dass wir die Reaktionen so spontan wie möglich. Genau, auch wenn man ihre natürlich dann nicht sieht. Ja, meine kriegt man nur verbal mit, vielleicht am Ende, vielleicht sieht man mich. Ja, falls wir es irgendwie also schaffen, das Ganze noch bis April, Mai hinzuziehen. Nee, aber ich meine generell, vielleicht machen wir da mal so ein Special-Ding. Mal sehen. Das ist nur daran, dass ich so klein bin oder dass das Ding so groß aussieht? Nein, die Statue ist gewaltig. Ich frage mich, wie viel Meter sie hoch ist. Ist eindeutig einer antiken Göttin nachempfunden. Ja, eindeutig. Der antiken Göttin Ambrosia. Ja. Jedenfalls ist sie sehr schmuckvoll. Jemand hat sehr viel Liebe in sie hineingesteckt. Das würde ich meinen. Als Kunstwerk ist sie wirklich herausragend. Und der Umstand, dass sie aus purem Gold besteht, macht sie nur noch beeindruckender. Meinen Sie, sie ist nicht nur vergoldet? Vergoldet? Wenn sie einem der sieben Löwen gehört? Ernest, also bitte. Natürlich ist sie vergoldet. Ich bin sicher, dass es Mr. Onassis nicht im Traum einfallen würde, eine vergoldete Statue mitten auf sein Schiff zu stellen. Ja, vor allem, weil es Luxus ist, der bezahlbar ist. Warum sollte man da eine echte Goldstatue dafür extra darauf stellen? Das hebt doch bloß den Preis des Schiffs. Aber auf der anderen Seite kann man das dann für mehr Geld abschreiben, das Schiff. Ja. Also so über Jahre hinweg die Kosten aufteilen, das ist auch blöd, finde ich. Ja. Gold ist niemals so rein. Okay. Ja, holla, ich bin schlichtweg versprachlos. So eine gewaltige Statue aus purem Gold. Am Ende ist sie aus Schokolade. Das ist ja einfach nur nicht von dieser Welt. Ja, vergoldete Schokolade wäre toll. Blattgold. Gute Nacht. Gute Nacht, wir machen auch nicht mehr lange. Ja, mach dieses Gespräch. Ja. Nein. Was? Achso, ja. Hochverehrte Passagiere, vor allem hochverehrte, wunderschöne Damen und charmante Herren, als Teil der aufwendigen Unterhaltung für den heutigen Abend habe ich mir ein kleines Spiel für Sie überlegt. Bingo! Ja, wahrscheinlich. Oh, das klingt ja schrecklich spannend, nicht wahr, Miss? Doch bevor ich Ihnen die Regeln des Spiels erkläre, möchte ich Ihnen den opulenten Preis präsentieren. Doch, die Statue! Ja. Heute Abend, meine Damen und Herren, können Sie die goldene Göttinnenstatue gewinnen. Die aus Schokolade ist. Die Statue? Die Statue aus purem Gold? Nein, die ist nicht aus purem Gold. Das ist richtig, Miss Layton. Ich vergebe heute einen Beatschein für die goldene Göttinnenstatue. Einen Beatschein? Ja, das ist so Beatschein. Das ist, wenn du, weiß ich nicht, so Musik machst. Ja. Und dabei auch noch Beleuchtung im Spiel ist, dann ist das der Beatschein. Ja. Oder so. Ich heiße Alice. Ja. Oder Vinti. Oder Vinti, ja. So. Wie man will. Also, YouTube-Name halt Winter's Tale und deswegen Vinti und halt so Alice. Ja.
Beides okay. Ich bin mir sicher, niemand will die Gelegenheit verpassen, auf dieses großartige Kunstwerk zu bieten. Ja, schon, aber ich meine, wenn man nur den Schein dafür kriegt, dann ja. Kann man ja, bringt ja nichts. Ja, eben, Speedschein. Mhm. Oh je, Mini. Diese unglaubliche Statue wird versteigert und verschwindet bestimmt gleich und das wird der Fall sein. Ja. Das wird Mr. und Mrs. definitiv zum Stadtgespräch machen. Hm. Oh, Punch, klingt das nicht aufregend? Da müssen wir mitmachen. Auf jeden Fall, ich werde alles tun, um sie zu gewinnen, Judy. Und um dir so zu zeigen, wie sehr ich dich liebe. Die können auch echt mal. Ich brauche keinen Beatschein, um zu wissen, dass man mich liebt. Oh, verdammt, jetzt habe ich einen für Weihnachten. Nein, Quatsch. Ja, ich wusste ja bis vorhin gerade gar nicht, dass es das Wort Beatschein überhaupt gibt. Natürlich. Tja, es scheinen ja alle ganz begeistert von der Idee zu sein. Und Sie sind das nicht, Cat? Werden Sie es nicht versuchen? Ich glaube nicht. Der Preis ist ja ein Beatschein, nicht die Statue selbst, oder? Ihnen ist bewusst, Catria, dass eine Statue von dieser Größe aus purem Gold de facto von unschätzbarem Wert ist, oder? Sie könnten einen Kredit aufnehmen und den gleich wieder zurückzahlen. Oh. Hm. Wenn man sie versteigern würde, gäbe es wohl kein Halten mehr, wäre so viele gern zur Auktion eingeladen werden. Anders gesagt, selbst der Beatschein dürfte schon eine ganze Menge Geld wert sein. Mhm. Ach, wirklich? Hm. Nun, vielleicht könnte ich doch mitmachen. Ich will ja keine Spielverderberin sein. Dann kann ich es ihnen verkaufen. Ja. Oder ihn essen. Oh, jetzt nehmen Sie also doch teil. Ich komme da nicht mehr mit. Einfach so. Es hört sich lustig an. Ganz unabhängig davon, was der Preis sein mag. Ich will gar nicht so tun, als hätte ich kein Interesse, aber ich würde gern die Regeln kennen, bevor ich meine Zustimmung gebe, an diesem Spiel teilzunehmen. Ja, vielleicht. Ob es mein Leben kosten könnte. Ja. Nun, Perfetti, ich glaube, Sie haben Glück. Es sieht ganz so aus, als ob unser Gastgeber uns gerade alles erklären will. Hier hat jeder von Ihnen einen Würfel. Was? Also, meine Damen und Herren, erlauben Sie mir, Ihnen kurz die Regeln des Spiels zu erklären. Versteckt auf eben diesem Schiff gibt es vier Engelsfiguren. Diese gilt es zu finden. Es ist eine Art Schatzsuche, verstehen Sie? Captain's Tower... oder so, und ich werde sie nacheinander in die Nähe der Stellen bringen, wo diese Engelsfiguren jeweils zu finden sind. Die Schatzsuche wird sie in alle Teile dieses wunderbaren neuen Schiffes führen, wo sie dann überall nach den Engeln Ausschau halten können. Also auf zum ersten Engel, zum Herz der Thames Tannic, in den Maschinenraum. Meine Damen und Herren, folgen Sie mir. Nach Engeln jagen, um eine Göttin zu gewinnen. Hm. Mr. Nessus hat wirklich einen wunderbaren Sinn für Dramatik, oder? Hm. Ich muss schon sagen, das verspricht richtig lustig zu werden. Ein Polizist, eine Detektivin und eine Kriminalanalytikerin treten gegeneinander an. Drei Profis bei der Suche nach verborgenen Dingen. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass einer von euch dreien den Beatschein gewinnen wird. Nein, in Wirklichkeit kriegt ihn... Ernest. Das beste Pärchen! Nein! Moment. Nein. Also ich glaube nicht, dass es Hastings wird, weil der gehört ja zu den Leuten. Und die sollen die alle nicht kriegen. Eben. Meine Güte, ihr seht ja alle plötzlich ganz wild aus. Treten Sie beiseite, werte Damen! Die Jagd auf ein paar Statuen wird ja ein richtiger Spaziergang im Vergleich zu den Fällen, in die wir sonst verstrickt sind. Einen Augenblick noch, Inspektor. Privatdetektivinnen wie ich sind immer auf der Suche nach Schätzen. Ich meine im Ernst jetzt. Wenn ich nur einen Pfund für jedes Mal hätte, dass ein Pirat durch meine Tür gekommen ist... Dann hätte ich jetzt schon einen Pfund. Ich werde diese Statuen im Handumdrehen finden. Ah, genau. Oma Enigma bekommt den Beatschein. Mein Spiel ist, glaube ich, abgestürzt. Was? Aber die... Oh, nö. Warte mal. Was passiert, wenn... Auch nix?
Das gibt's nicht, der blinzelt doch noch. Ja. Zur Not spiele ich's dir gerne wieder, ja, da bis dahin. Oh, jetzt nicht mehr, oder? Oder sie macht er es bei dir noch? Nein. Auch nicht? Nein. Ach Mann. Abgestürzt. Ja, dann musst du bei mir jetzt mal mitgucken und ich werde dir dann den Spielstand so spielen. Ja, hoffen wir mal, dass kein Rätsel jetzt noch kurz vorher kommt. Hm. Okay, also. Du. Na. Ich glaube, ich werde sie problemlos beide übertreffen, wenn es um das Auffinden von verschwundenen Dingen geht. Eine einfache Analyse des Verbrechers, in diesem Fall desjenigen, der die Engelsfiguren versteckt hat, wird mich direkt zu ihnen führen. Schön zu sehen, dass das Rudel zusammenhält. Dieses kleine Spiel scheint ja wirklich einiges an Konkurrenzdenken zu wecken. Das ist ein Spaß, oder? Jeder von uns ist sich sicher, der oder die Beste bei dieser Schatzsuche zu sein. Der oder die Beste! Nein. Also los, finden wir heraus, wer recht hat. Wer die vier Engelsfiguren findet, hat gewonnen. Schwupp! Ich glaube, genau darum geht es, Catriel. Ja. Ich bin dabei, Kelt. Ich habe selbst ein paar kleine graue Zellen, die ich bei Bedarf einsetzen kann. Wissen Sie? Mag man mir nicht ansehen. Es muss ja nun nicht gleich in ein Hauen und Stechen ausarten. Wäre es nicht besser, wenn ihr alle zusammenarbeitet? Ja, und deswegen kriegt es jemand anders. Sure, dieses Szenario kann auf drei unterschiedliche Arten und Weisen enden. Erstens, jemand anderes außer uns dreien gewinnt den Preis. Das wird passieren. Zweitens, einer von uns, von den anderen beiden, anders gesagt Inspektor Hastings oder Mariana gewinnt den Preis. Und drittens, ich finde alle vier Engelsfiguren und gewinne somit den Beatschein für die goldene Göttin. Der wahrscheinlichste Ausgang ist der dritte. Oder anders gesagt, ich werde gewinnen. Oh, natürlich. Warum mache ich mir überhaupt Sorgen? Das wird alles schon alles genauso laufen, wie du willst. Der Federhandschuh wurde geworfen. Auf zum Maschinenraum. Also auf... Zum Speicherbildschirm, den ich ja nur aufrufen kann jetzt. Ja. du möchtest speichern. Möchtest du die folgende Speicherdatei beschreiben? Ja. Xilo? Ja. Okay, aber trotzdem, ich krieg das hin. Das wird ja nicht immer da stecken bleiben. Und wenn doch, dann mache ich den Spielstand, der da drauf ist, hier drauf, spiel das weiter bis danach und speicher dann. Ja. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das irgendwie hin. Wir schaffen das. Ja. Yo. Okay. Ja. Zugeklappt, eingepackt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.